Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir beschäftigen uns heute mit Kunst. Um ganz genau zu sein, beschäftigen wir uns heute mit dem Künstler Julian Opie. Julian Opie hat sich mit Pop Art beschäftigt. Er hat immer Porträts gezeichnet und diese auf das Wichtigste runter reduziert. Opies Porträts sind nur aus starken Linien gemacht und einzelnen Farben fürs Gesicht. Man sieht ganz gut, dass Julian Opie sich selbst auch ganz gut hinkriegt. Wir beschäftigen uns heute zu zeichnen wie Julian Opie. Du brauchst dazu eine Folie, einen wasserfesten Marker, ein Foto von dir selbst, Wasserfarben, Pinsel und Malpapier. Zunächst einmal steckst du dein Foto von dir selbst in deine Folie. Dann brauchst du deinen schwarzen Marker. Mit diesem Marker fährst du jetzt alle Konturen im Gesicht nach. Ganz wichtig dabei ist, dass du die Augen nur zu Punkten machst. Die Augenbrauen sind nur schwarze Striche. Die Nase sind nur zwei Punkte, also da, wo die Nasenlöcher sind, sind nur zwei Punkte. Der Mund ist ein Strich und das da unten ist ein kleines Grübchen. Sonst funktioniert es nicht. Ich beginne aber gerne mit den Augen und mache die erstmal ordentlich schwarz. Sieht zunächst fürchterlich aus. Ihr werdet sehen, am Ende kommt was ganz Cooles bei rum. Sieht zunächst fürchterlich aus, nicht wahr? So sieht das endgültige Produkt aus. Ich nehme mein Foto heraus. Und nun kann man sich das schon ein bisschen besser vorstellen, was am Ende rauskommen soll. Das Ganze kopiere ich entweder auf weißes Papier oder aber ich pause es auf weißes Papier durch. Jetzt ist meine Vorlage fertig. Und alles, was ich jetzt noch tun muss, ist die passend auszumalen. Das Schwierigste ist immer das Gesicht, die Farbe richtig hinzubekommen. Dazu gibt es einen Trick, ich habe schon ein bisschen vorgemixt. Meine Farbe ist so ein bisschen vorgemischt und die teste ich einfach auf an meiner Hand, auf meiner Haut. Und wenn es halbwegs passt, dann sage ich, okay, jetzt kann ich loslegen. Wenn ich über meine schwarzen Linien komme, ist das überhaupt kein Problem, wenn das Ganze getrocknet ist. Kann ich immer noch mal nachzeichnen. Und zum Abschluss nur noch alle Linien einmal mit einem schwarzen Marker nachfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß an euren eigenen Selbstporträts. Denkt daran, dass ihr hier hohe Farbdifferenzen drin habt. Deswegen ist mein T-Shirt von schwarz auf rot umgestiegen und meine Mütze ist von grau auf so eine gelbliche Farbe umgestiegen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.